Hallo, heute mal ein Video vom Debian, Desktop Debian. Was war passiert? Einer der Zuschauer wollte gerne mal ein Debian-Video haben. Und dann habe ich mal geguckt, Debian, Lesezeichen, gehen wir mal kurz drauf. Recently, da, die Hybrid-Version habe ich mir installiert. Ein bisschen undurchsichtig, die ganze Download-Geschichte auf der Debian-Homepage. Nun, jetzt gibt es diese Hybrid-CDs, die sowohl Live-CD als Installation haben, in verschiedensten Versionen schon mit GNOME, mit KDE, mit LXDE und XFCE Desktop, also schon mit grafischem Desktop vorinstalliert. Ich habe mich dafür entschieden, ja, und damit fingen die Probleme an. AMD 64 Standard ISO, und die habe ich mir runtergeladen per BitTorrent Download Software. Also wie gesagt, die ganze Download-Geschichte ein bisschen undurchsichtig bei Debian, täte ich vielleicht mal ändern. Gut, dachte ich, ein Standard Debian, komme ich auf sowas, ne? Wie hier dieser Desktop, war aber nicht. Ne? War aber nicht. Stattdessen kommt man eigentlich mehr auf ein schwarzes Fensterchen. Ich gebe mal mein Passwort 1, 2, 4. Schwarzes Fensterchen, wo man quasi, ja, im Vollbildmodus schwarz nichts sieht, außer Text. Das ist quasi so eine Art Serverinstallations-CD. Gut, dort werdet ihr euch einloggen müssen. Und zwar loggt ihr euch am besten als Root ein, denn als normaler User habt ihr keine Sudoers-Rechte. Ihr könnt also nichts installieren. Apropos installieren, das war nicht so einfach. Gehen wir mal auf CD. ETC, APT und unter Verzeichnis, dort gibt es LS, eine Sources List, Sources List, und die musste ich erstmal modifizieren, damit ich überhaupt mal was installieren konnte. Ne? Und zwar habe ich mir dieses ISO-Image quasi auf einen USB-Stick gebrannt. Nun, als ich das erste Mal dann was von der Kommandozeile installieren wollte, ging das nicht, weil er immer auf der CD-ROM etwas gesucht hat. Er hat immer gesagt, legen Sie mal CD-ROM ein. Konnte ich gar nicht. Ich musste das hier erst auskommentieren. Ja. Sonst ging da gar nichts mit installieren. Ne? Also mit Nano die entsprechende Sources-Liste editieren. Hier vor ein Raute-Zeichen schreiben zum Auskommentieren und dann ging das mit Steuerung O speichern, Steuerung X benden. So, clear, das waren schon mal die ersten kleinen Hürden. Ab da konnte ich dann was installieren. Gut, ich hatte natürlich jetzt keinen grafischen Desktop. Zuerst habe ich gedacht, die Standardinstallation müsste grafischen Desktop, hat es aber nicht. Gut, da habe ich gesagt, nehmen wir dann zum Anlass mal einen zu installieren mit apt-get install. Gnome minus Session Sion minus Fallback apt minus get install Gnome Session Fallback, ne? Und dann habe ich das installiert, neu gestartet und ich war wieder schwarz im Fenster. Da ging erstmal so nichts, da fehlte wieder was. Ne? Da fehlte wieder was. Hier mal kurz einen Überblick. Dann hatte ich zunächst LightDM, den Display Manager installiert. Was ist ein Display Manager? Das ist eigentlich ein Login Manager, damit man sich auch grafisch einloggen kann. Mit dem habe ich lange rum experimentiert. Mit dem LightDM habe ich hinterher für KDM entschieden, weil der LightDM nicht in der Lage war, sein Hintergrundbild bei sich behalten zu können. Ne? Der war so ein bisschen inkontinent. KDM Login Manager, dann konnte ich mich auch grafisch einloggen. Dann war das schon mal gut. So, was mir noch fehlte, nachdem ich dann hier endlich mal in der grafischen Benutzeroberfläche war, war ein Terminal, Gnome-Terminal, habe ich mir dann installiert, damit ich so ein Terminalfenster habe. Und nunmehr in dieser grafischen Benutzeroberfläche gelandet, konnte ich dann vom Terminal aus was installieren. Wichtig beim Login-Manager war dann noch die Auswahl, dass man tatsächlich auf den GNOME-Session-Fallback gegangen ist. Da habe ich doch schon mal etwas vorbereitet. Da habe ich auch ein Bildschirmfoto gemacht. Also hier nochmal, wenn ihr
den Light-TM-Display-Manager installiert, dann sieht das vielleicht so aus. Ne? Dann ist das blöd. Ja? Der kann sein Desktop-Hintergrundbild nicht bei sich behalten. Ich habe alle Anleitungen durchprobiert, ging nicht. Ne? Schlimmer noch, das Hintergrundbild, was so schraffiert aussieht, ist eigentlich der Speicher der Grafikkarte. Und wenn ihr vorher zum Beispiel Linux Mint hattet, startet Mint neu, loggt euch dann unter Debian ein. Da war hier noch der Rest von Linux Mint zu sehen. Also da wurde noch ein Teil des anderen Betriebssystems angezeigt, was nicht wirklich sicher war. Gut, jedenfalls habe ich dann mich umentschieden, habe also den KDM Login Manager, also der heißt Display Manager KDM, und darauf geachtet, dass hier GNOME Classic angeklickt ist bei der Sitzung. Mein Benutzernamen, mein Passwort jetzt vom richtigen Benutzer, also nicht vom Root, und ich konnte von da aus dann installieren. Gut, habe ich dann gemacht. Wichtig ist, vielleicht schon vor der Vorbereitung zum Installieren müsst ihr euch überlegen, auf welche Partition etwas installiert werden soll. Ich hatte ja Linux Mint auf dieser Partition drauf. Bei der Installation werdet ihr gefragt, auf welcher Partition installiert werden soll, gegebenenfalls unter einem anderen Linux mal nachschauen, wo da was frei ist. Damit ihr wisst, was ihr bei der Installation angeben müsst, das nur so als Hinweis, ein Backup wäre vielleicht auch nichts Verkehrtes. So, und in diesem Sinne vielen Dank für meinen Nachbarn, der mit seinem blödsinnigen Moped rumfährt. Wem ist Moped im Hof? Ich. Nein, nicht mir. So, was habe ich denn noch? Light-TM, KDM, also zum Light-TM, das ist zu meinem Leitwesen quasi, ein Display-Manager. Gut. Der hat natürlich auch ein entsprechendes Verzeichnis. Ja, danke für den Moped-Fahrt, CDETC. Hier im Light-TM, Light-TM mit immer darauf achten, dass das H zuerst geschrieben wird, sonst geht das nicht. Ne? So, da gibt es zum Beispiel Light-TM-Config. Na, no. Na, müsst ihr natürlich mit Root-Rechten machen. Gegebenenfalls mit SU euch es zum Root machen. Denn hier, wie gesagt, unter Debian hat der Standardbenutzer keine Root-Rechte, keine Sudo-Rechte. 1, 2, 3, 4. So, jetzt bin ich auch hier über das Standardterminal Root und kann dann mit Nano Light erst das H immer den Punkt conf da was editieren. Wie gesagt, der Light-TM hatte so seine Problemchen. Ja, habe ich zwar zum Laufen gekriegt, aber wie gesagt, wer das mal testen will, ich habe da immer das Problem gehabt, dass das Hintergrundbild nicht geht. Auch hier konnte ich dann die User-Session auf GNOME-Session-Fallback setzen, damit standardmäßig immer GNOME in dem alten, guten System gestartet wurde. Und man konnte noch was anderes schreiben, und zwar hier Hide-Users gleich False, also damit man die Benutzer, die auf dem Rechner schon installiert sind, hier in dem Fall The RackRunner, überhaupt im Auswahlmenü sieht. Macht ihr wie ihr wollt, Steuerung X. Was haben wir denn noch? Sudo Nano. Ja, nix Sudo. Ich bin schon rot, deshalb habe ich keinen Sudo schreiben. Und zwar der Greeter Light. Und deshalb sage ich den Light DM, den bin ich schon Light DM. Auch mit diversen Anleitungen war ich nicht in der Lage, den zu bewegen, den Hintergrund bei sich zu behalten. Egal, was ich hier hinten dran geschrieben habe, ne? Background, User Share, Images, Desktop Base, da konnte ich mir entweder ein bestimmtes Wallpaper aussuchen, das ging für eine Session, aber nach runterfahren, rausfahren wieder nicht. Oder ich habe auch manchmal einfach mal Default oder je nachdem, was in diesem Ordner zu finden ist, mal eingetragen ist, das ging immer nur für einen Software-Neustart, aber nach einem Hardware-Neustart oder runterfahren des Rechners hat er sich wieder vergessen, und nur der Vollständigkeit halber, ich habe es probiert. Jetzt bin ich ganz doof, aber scheint nicht zu funktionieren. Empfehlenswert wäre zum Beispiel auch als Root wieder apt-get install Synaptic. Ne, wenn ihr dann es leid seid, in so einem schwarzen Fensterchen zu installieren, die Synaptic-Paketverwaltung installieren, apt-get install Synaptic. Sudo schreibe ich wie gesagt nicht davor, weil ich sowieso schon root bin, also admin. Gut, dann habt ihr auch jedenfalls unter Anwendungen, Systemwerkzeuge, die entsprechenden Tools da
Systemverwaltung und die Synaptic-Paketverwaltung bringt euch dahin, dass ihr 1, 2, 3, 4, gut, sicher, sehr, dass ihr die Software, die ihr installieren wollt, installieren könnt. Was euch noch fehlt oder sonstiges, Firefox sucht ihr hier vergebens, der heißt hier iSweezel, was nichts anderes ist als der Firefox Webbrowser, ein Webbrowser auf Basis von Firefox, ist dasselbe in grün, man hat nur auf die Logos verzichtet. Und iSedove ist quasi die Thunderbird-Version ohne Thunderbird-Logo. Somit habt ihr schon mal einen guten Start. Wenn ihr irgendwas editieren wollt, könnt ihr dann gegebenenfalls noch was wie gedit nachinstallieren. Alle die Dinge, die ihr vermisst zum Video abspielen, VLC Media Player zum Beispiel oder Canyon Live zum Videos rendern oder K3B, ein Brennprogramm, das zieht dann alle, die mit K beginnen, ziehen natürlich Pakete mit, die im KDE Desktop beheimatet sind, mit und überfrachtet ein wenig das System, müsst ihr euch immer überlegen. Gut, nochmal zum iSweezel, gegebenenfalls auch die Language Packages von iSweezel nach installieren, deutsches Sprachpaket. Und das gleiche gilt natürlich dann auch für iSedove, was nichts anderes ist wie Firefox Thunderbird. So, was brauchen wir sonst noch? Gegebenenfalls, wenn ihr Benutzergruppen haben wollt, Gnome-System-Tools, könnt ihr dann auch noch installieren. Dann habt ihr auch eine Gruppenverwaltung, so wie man es noch von früher kennt, Gruppen verwalten. Wenn ihr sowas mal haben möchtet, X-Screensaver könntet ihr euch noch installieren. Der ist hier standardmäßig schon dabei, aber nicht aktiviert. X-Screensaver. Und den sehen wir nichts. Systemwerkzeuge kann man unter den Einstellungen die Startprogramme anpassen. So, habe ich nämlich hier schon gemacht, kann man schön hinzufügen, X-Screensaver bearbeiten und das Startkommando wichtig mit Leerzeichen minus no splash versehen, damit der Splash-Screen nicht kommt, also die Starthinweis, ich bin der X-Screensaver. So, jedenfalls braucht ihr nicht unbedingt das Gnome minus System minus Control Center, wie heißt es genau, Moment, Gnome minus Control Center ist, glaube ich, ja. Gnome. Will ja nichts Verkehrtes jetzt denken. Gnome. Control. Control Center. Gnome Control Center. Das ist das Ding, wo man hier draufklickt. Systemeinstellungen. Ne? Das braucht man nicht unbedingt. Würde ich in der ersten Zeit, wo ihr installiert, aber lassen. Das ist das Ding, was hier so kommt. Kann man sich Details anschauen. Ja. Wir haben hier Gnome Version 3.4.2. Wir haben hier nicht den Hinweis wie bei Ubuntu. Rechtliche Hinweise und so weiter. Ne? Wir haben auch nicht das Problem mit Privatsphäre. Debian geht hier bessere Wege, hat seine eigenen Paketquellen. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht das Software Center nutzen könnt. Das zeige ich gleich nochmal. Gut, wir haben natürlich auch einen Bildschirmschoner, den wollte ich kurz noch zeigen, da waren wir beim Thema gewesen. Einstellungen, Bildschirmschoner. Jedenfalls müsst ihr dann noch das GL-Paket nachinstallieren, wenn ihr solche Bildschirmschoner haben wollt, wie Matrix, wie im letzten Video gezeigt. Ne? Da gibt es über die Synaptic-Paketverwaltung noch diverse X-Screensaver-Themen nachzuinstallieren, habe ich mal gemacht, weil mir das so gefiel. Dann waren wir beim Software Center. Das sieht verblüffend ähnlich aus wie das Ubuntu Software Center, also einfach das Software Center. Software-Center nachinstallieren haben wir hier unter Debian, aber keine Werbung drin und keine Apps, die Geld kosten. Debian hat eigene Paketquellen und Hilfe-Info. Trotzdem ist das hier das Software-Center von Canonical, von Ubuntu, aber in der Version, wie es auch eigentlich hätte unter Ubuntu sein sollen, nämlich mit freier und Open-Source-Software. Hier findet man zum Beispiel nicht Steam.
die, ja, also irgendwelche Spiele, kostenpflichtige Dinge oder so. Ne? Da fehlt mal was anderes, ne? Da haben wir da nicht drin. Wunderbar, so wollen wir das haben. Ne? Das ist so ein Desktop-System, wie man sich es vielleicht wieder wünscht, zum Arbeiten und nicht zum Spielen. Apropos, hier findet man noch in dem GNOME-Fallback-Modus wichtige Systemwerkzeuge, wie zum Beispiel das Hauptmenü, ne? das hier oben, das hier ist das Hauptmenü, kann man diverse Einträge erstmal freischalten, die da drin enthalten sind. Kann man immer stöbern, manche nämlich sind standardmäßig ausgeblendet, wenn ihr dann zum Beispiel irgendein Zubehör zum Beispiel nicht seht, wie das Root-Terminal, könnt ihr es hier anklicken, damit ihr es seht. Ne? Manche Dinge sind ausgeblendet, manche habe ich selber ausgeblendet. Wir klicken mal kurz durch. Büro habe ich mir nichts installiert. Hier ist Python 2.6 und 2.7.3.0 sehe ich nicht. Ich habe mir GIMP nachinstalliert. GIMP 2.8, iStove und iWeasel, Audacity nachinstalliert. K3B, wie gesagt, K3B zieht viele KDE-Sachen mit. Record My Desktop, mit dem ich gerade hier aufzeichne, VLC Media Player Spiel, habe ich ausgeblendet, will ich hier gar nicht sehen. Deconf Editor und erweiterte Einstellungen habe ich mir hier freigeschaltet. Das Hauptmenü immer mal wieder anklicken, immer mal gucken, es installieren sich nach und nach dann Dinge nach. So, Systemwerkzeuge, wie gesagt, dann habe ich mir den Tweak Tools. GNOME-Tweak-Tools, die hier als erweiterte Einstellung oder Advanced Settings stehen, einige Einstellungen gemacht, zum Beispiel, dass der Dateimanager hier Nautilus die Arbeitsfläche verwalten kann. Dadurch kann man zum Beispiel mit Rechtsklick wieder was machen. Hier kann man sich dann aussuchen, ob irgendetwas auf dem Desktop zu sehen sein soll, wie die Fenster auszusehen haben, welche Schriften, ein Textskalierungsfaktor, damit alles ein bisschen größer wird. Hierfür ist Video. Shell-Erweiterung und für viele wahrscheinlich wichtig, die Themen, ja, dass man zum Beispiel Advaita, das Standardthemen, ändern kann. Zum Beispiel habe ich das Fensterthema geändert auf Albatros. Wie gesagt, Themen könnt ihr euch dann nachinstallieren aus den offiziellen Paketquellen. Zum Beispiel habe ich Shiki Colors installiert. Schauen wir nochmal kurz rein. Wie gesagt, wir bekommen ein Debian-System, das ihr euch selber so einstellen könnt, wie ihr wollt. Ihr installiert das nach, was ihr meint, brauchen zu müssen. Gut, gehen wir noch mal rein. Python installiert ist standardmäßig drin. GIMP habe ich nachinstalliert. Internet, iStove und iWeasel, das hier hat sich selber nachinstalliert. Je nachdem, welches Paket man hat, gibt es Abhängigkeiten, wo sich manche Sachen selber nachinstallieren. Audacity habe ich nachinstalliert. Record My Desktop, K3B. Mit seinen Überhängen, die sich mit installieren, VLC, Themen und Optimierungen. Das Hauptmenü hatten wir schon gesehen, dass man das ändern kann. Gut, hier sind Drucker ändern, das brauche ich nicht wirklich. Manche Dinge installieren sich auch so nach, zum Beispiel durch das GNOME Control Center hat man hier zum Beispiel die Barrierefreiheit, Farben und ähnliches. Gut, Hintergrund ändern, das kommt alles dann durch dieses GNOME Control Center mit rein. Wer das nicht braucht, kann es gegebenenfalls auch deinstallieren, braucht man nicht unbedingt. Was man unbedingt brauchen sollte, ist Synaptic. Das Ändern der Software-Paketquellen vom grafischen Modus aus, damit man halt nicht in die etc. Apt-Sources-List hinein muss. Aktualisierungsverwaltung haben wir sowieso drin, Zubehör. Habe ich mir gedit nachinstalliert, das GNOME-Terminal, die Hilfe hat sich selber installiert. Deconf Editor, GKrill-M, ein schöner Systemmonitor, ihr entscheidet selber, was ihr braucht. Systemüberwachung, Hardtop. Und diese Dinge mit K vorne dran, die haben sich über, wie gesagt, über K3B dann gleich mit installiert, brauchte ich nicht unbedingt. Metacity haben wir gleich mit dabei. Gut, was wollen wir hier noch gucken? Hardtop. Auslastung, wie gesagt, ich habe zwei CPUs, Record My Desktop. Zieht im Moment natürlich so einiges an Systemlast. Hier oben habe ich mir die Symbole positioniert. Ihr könnt mit Rechtsklick und Alt die Panel bearbeiten. Gegebenenfalls neue Starter hinzufügen. Solche Geschichten wie zum Beispiel den Mülleimer und ähnliches. Oder hier die
Systemüberwachung. Na, könnt ihr noch machen, wenn ihr das so wollt. Ich habe, wie gesagt, hier zwei CPUs auf meinem Laptop. Gegebenenfalls dann noch die Einstellung vornehmen für Ton und ähnliches. Wie gesagt, drauf gekommen bin ich dann eigentlich dadurch, mein System mir so einzurichten, wie ich das für gut und richtig halte, über den Link im Debian Download-Bereich, wo die Standardversion war, wo gar nichts war. Ihr könnt euch ein komplett anderes System einrichten, wenn ihr denn wollt, wenn ihr viel Zeit investiert. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.